Ich begrüße dich herzlich zu meiner täglichen Andacht. Wie schön, dass du dabei bist. Denn egal, wie es dir gerade geht, zu Gott kommen ist immer das Beste, was wir tun können. Meine Andacht vom 27. November. Umgang mit Wut. Der Bibelvers für heute steht in Prediger 7, Vers 9. Lass dich nicht schnell zum Ärger reizen, denn der Ärger wohnt in der Brust der Toren. Jede Wut, egal welchen Ursprungs, hat die gleiche Wirkung auf unser Leben. Sie wühlt uns auf und das setzt uns unter Druck. Wenn wir Wut verdrängen oder ignorieren, kann das eine ernsthafte Gefahr für unsere Gesundheit sein. Meistens tun wir uns nur selbst weh, während derjenige, auf den wir wütend sind, sich dessen oft gar nicht bewusst ist. Wut war ein großes Problem in meinem Leben, bis Gott mir zeigte, wie ich damit umgehen und sie überwinden konnte. Ich lernte, mich konstruktiv mit meiner Wut auseinanderzusetzen. Das war ein Wendepunkt in meinem Leben. Wenn du dich mit deiner Wut beschäftigst und beschließt, damit auf Gottes Art umzugehen, kannst du sie überwinden. Der Heilige Geist befähigt uns, beständig zu sein und ihm gemäß zu leben. Wir haben die Kraft, denen zu vergeben, die ungerecht zu uns waren, und diejenigen zu lieben, die nicht liebenswert sind. Wir müssen also die Verantwortung für unsere Wut übernehmen und uns mit ihr auseinandersetzen. Suche Gottes Nähe und bitte ihn, dir zu helfen, die Wut loszulassen, statt sie zu unterdrücken. Verarbeite sie und schließe damit ab. Das nimmt den inneren Druck weg. Ich lade dich ein, folgendes Gebet mit mir zu sprechen. Herr, ich will die Wut nicht in mich hineinfressen. Ich schade mir nur selbst damit. Und außerdem gefällt es dir nicht. Ich brauche deine Hilfe. Zeig mir, wie ich die Wut in meinem Leben loswerden kann. Amen. Es tut so gut, bei Gott zu sein, oder? Bleibe doch in dieser Haltung und geh mit Gott durch deinen Tag. Ich freue mich, wenn du morgen wieder dabei bist. Und wenn du dazu beitragen möchtest, dass auch andere meinen Podcast entdecken, dann abonniere meinen Kanal oder leite diese Andacht an jemanden weiter, der heute eine Ermutigung gut gebrauchen könnte. Herzlichen Dank dafür. Bis morgen.